Willkommen zu unserem Vortrag. Mein Name ist Emil Novakov von der Firma Scaleflex. Ich bin Mitgründer und CEO. Und wir werden heute über Socken reden. Unter anderem natürlich. Ich habe die Ehre, heute diesen Vortrag mit Herrn David Imand von einem unserer Kunden, Kunert, zu halten. Und ich sage ein paar Einführungsworte und dann lade ich David ein. Und wir werden uns einfach über dieses Thema hier, was vielleicht für manche von euch von größerem Interesse ist, unterhalten. Es geht darum, wirklich die Workflows von Medien, nicht nur Bilder, auch Dokumente und Videos zu optimieren, um sie für eine Verbreitung und Auslieferung in einer omnikanalen Strategie vorzubereiten. Genau, es geht los. Wie gesagt, es geht um Socken, Strumpfhosen und Bilder. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Ganz konkret geht es hier darum, wie kann ein Unternehmen wie Kunert, aber auch andere, ihre Medien organisieren, vorbereiten, optimieren und dann omnikanal publizieren. Und es geht, wie ihr hier sehen könnt, um solche Arten von Bilder, Socken, Strumpfhosen und so weiter. Bevor wir wirklich mit dem konkreten Thema anfangen, habe ich drei Fragen, um hier ein bisschen die Audienz wach zu halten. Es ist ja 10 Uhr früh am Montag, wir fangen alle an. Erste Frage, wer von euch hat schon Zeit bei der Suche eines Bildes oder Videos in seinem Unternehmen verloren? Ja, so 50-60%, gut. Wer keine Zeit verloren hat, hat wahrscheinlich noch nie danach gesucht eigentlich. So kann man das auch sehen. Wer von euch hat schon eine Seite, Webseite oder mobile App verlassen, weil sie zu langsam war? Die Bilder, die Videos, alles lädt nicht, ist keine Lust, ich gehe zum Konkurrenten. Ja? Passiert uns allen. Und dritte, wer hat schon mal von Digital Asset Management was gehört oder DAM auch? Ist ja in der ganzen Konstellation von Print ein Thema. Gut, okay, das heißt, wir haben eine Audienz, die diese Probleme kennt und auch von DAM gehört hat. Und das ist eigentlich heute, was wir uns genauer ansehen werden. So, David, ich darf dich hier jetzt herzlich begrüßen und einladen. Danke. Kannst du dich kurz als Person und auch als Unternehmen vorstellen, bitte? Ja, natürlich. Mein Name ist David Imand. Ich leite die IT bei der Firma Kunert. Die Firma Kunert ist vielleicht für den einen oder anderen ein Begriff. Socken. Es geht um Socken, Strümpfe und das traditionell seit über 100 Jahren machen wir dieses Geschäft. Wir sind ein Teil von der Firma Austro Holding aus Wien. Wir wurden 2013 aufgekauft und im Prinzip weitgehend restrukturiert. Und in diesem Zuge dieser Restrukturierung haben wir auch natürlich das Thema IT. IT-Landschaft, Infrastruktur, strategisch komplett neu, ich sage jetzt mal überdacht. Ja? Und wenn ich jetzt mal grob das Thema E-Commerce ansprechen darf, seit 2007 beschäftigt sich die Firma Kunert mit Webshop und dieses Omnichannel-Thema, sprich wir haben natürlich in Ladengeschäfte, wir haben eigene Shop-in-Shops da mal gehabt. Und über einen Webshop-Kanal vertreiben wir unsere Produkte. Zuletzt 2021 raus aus der Pandemie, die ja uns ganz schön hart getroffen hat. Ich sage mal, haben wir noch 30 Millionen Umsatz gemacht und davon 10% online. Und ja, zuletzt perfekte Beine, die Sie lieben. I love my legs, ich meine auch. Und jeder Fußballer sagt es wahrscheinlich auch, ohne die ist da nichts wert. So. So viel zu mir und zu Kunert. Die anderen 90%, wie, wenn nur 10% online sind? Das machen wir ungefähr nochmal 15% aus den eigenen Shops und wir haben etwa noch einen Rest, 75% geht dann über den Handel. Also Shops, eine ganz normale, ich sag mal, Galeria war ja auch so zum Beispiel so ein Thema, Müller und dergleichen mehr. Gut, so, erste Frage an dich, David. Ja, bitte. Kannst du uns bitte erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, euch Fragen zu den Produktbilder-Workflows zu stellen? Was für Painpoints habt ihr identifiziert? Genau, nur ein bisschen hier die Audienz einen Hintergrund zu geben, wie ihr dazu gekommen seid, mit uns zu arbeiten.
Ja, also in der Tat, das Thema Damm war ja uns schon vorher bekannt. Wir machen das ja schon ein bisschen länger, seit 2007. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, überall, ja, die Technologie, die verändert sich. Die Möglichkeiten verändern sich. So. Und ich bin ja zu der Firma Kunert gekommen und dann im Prinzip, man hat ja die Prozesse und Strukturen nicht nur IT-technisch, sondern auch prozessual neu bewertet. Und in diesem Zusammenhang war ja das Thema, naja, ist das, was wir heute tun und was wir heute einsetzen, immer noch adäquat? Erreiche ich das, was ich erreichen will? Abgesehen natürlich, ich möchte nicht sofort auf die Probleme technischer Natur eingehen, die können wir gerne im Nachgang, wenn jemand eine Frage hat, stellen, eingehen, sondern vielmehr so, was muss ich alles tun, damit ich in diesem Rahmen meine Suche, meine Publikationen, ja, meine Bilder qualitativ zu verbessern. Und darum ging das, und das war der Ansatz erstmal, warum haben wir uns nach einem anderen System umgeschaut. Okay, was hattet ihr denn vorhin in meinem Satz, bevor ihr einen Damm implementiert habt? Ich beantworte das mit dem ersten Buchstaben, sage ich mal. Okay. Das war C, aber gut. Ich sage nichts weiter dazu. Wäre gerne, dann, ich sage mal, separat in einem kleinen Rahmen kann ich gerne die Frage beantworten. Ja, okay. es ging nicht unbedingt nach Herstellername, sondern ob ihr schon mal ein Darmsystem hattet. Ja. Und warum ihr euch entschieden habt, das neu zu bewerten, wie du erzählt hast. Was waren denn so die drei größten Schmerzenspunkte, Pain Points, die ihr adressieren wollt? Ich weiß, der Hintergrund der Entfernung war ein Thema. Natürlich, aber also Bilderqualität. Ja, so. Viele der Größen, der großen, ich sag mal Abnehmer, weil Sie ja gefragt haben, also Galeria ist ein Thema, aber wir haben ja Amazon, Zalando und all diese Firmen. So, und jeder hat mal gewisse Voraussetzungen und Basisanforderungen, der sagt, also deine Produkte kommen nur dann bei mir rein, also bildertechnisch, kommen nur dann bei mir auf meine Plattform drauf, wenn sie einen grauen Hintergrund haben. Der andere sagt, das muss hintergrundlos sein und der andere sagt, muss Größe A haben und der andere Größe B. So. Aber wie willst du das machen aus ein und demselben oder von einem Asset heraus? Und das war eine der allergrößten Herausforderungen und vor allem natürlich die Publikation. Das heißt, ich will jetzt auch nicht 500.000 Clouds haben, wo ich meine Bilder publiziere, also in voller Größe, sondern für uns war das wichtig, eine Plattform zu haben, von dort aus über CDN die Bilder eben zu publizieren, was bis dahin eigentlich eine ganz große Herausforderung. Schmerzens. Also um das jetzt zusammenzufassen, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Erstens ist wirklich sicherstellen, dass die Bilder für die Zielplattformen, Marktplätze wie Zalando und Co. Mit dem richtigen Hintergrund bestückt sind, mit der richtigen Größe auch. Idealerweise on the fly, das heißt, dass man nicht jetzt 10 Versionen eines Assets dupliziert, was natürlich später für Versionierung oder für Archivierung ein Problem ist. Kommen wir gleich gerne dazu. Zweitens ist die Publizierung über CDN-Links, damit es auch schnell geht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, der erste Punkt sind eigentlich zwei Punkte. Hintergrundentfernung und Resizing des Bildes sind ja die zwei Schmerzenspunkte, die du erwähnt hast. Du wolltest was vielleicht über Archivierung noch dazu sagen? Ja, natürlich die Versionierung. Ja. Also auch die Bilder, die ändern sich. Ja. Also ein und dasselbe Produkt hatte bisher Bild in den Farben A, dann will das mal auffrischen und man will ja mal Cover zum Beispiel, auch was jetzt Print betrifft, man will ja auch dort Veränderungen einbringen, aber auch gleichzeitig tracken, ohne dass es schon wieder alles von Neuem anfassen muss und anfangen muss. Das heißt, diese sogenannte Versionierung, ohne diesen CDN-Link zum Beispiel zu verändern, mega. Ja? Also ich stelle meinen Abnehmern, vollkommen egal wer, ich stelle ihm ein neues Bild zur Verfügung, ohne dass er überhaupt irgendwas bei sich ändern muss. Ja? Der greift automatisch auf das neueste Bild zu. Und das ist auch natürlich ein Riesenvorteil für uns in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Du musst nicht, Achtung, hier hast du neue Version. Neue Version, bitte ruf nicht mal das ab, sondern jenes ab.
Und somit haben wir auch dieses Thema in einem Aufwasch, sage ich jetzt mal, gelöst. Genau, und eine einheitliche Quelle, denke ich, war auch einer der Punkte, die du erwähnt hast, was natürlich ein Darmsystem bringen soll, wirklich alle Assets in einem Ort zu haben und nicht zu duplizieren. Kannst du uns ein bisschen über euren Prozess erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, die Ausschreibung zu schreiben? Habt ihr sie intern gemacht? Habt ihr mit einem Partner gearbeitet? Was waren so die Top-Auswahlkriterien? Ich meine, meinen haben wir ja schon besprochen. Und wie habt ihr euch entschieden, mit uns zu arbeiten? Also wir haben in der Tat schon eine Ausschreibung gemacht, das heißt einen Anforderungskatalog mit den Fachbereichen. Es gibt ja viele Abteilungen, die jetzt Aktien da drin haben. Ne? Also die IT ist im Prinzip ja nur mehr oder weniger so der Manager von dem Projekt. Aber inhaltlich und die Anforderungen, die kommen alle aus den Fachbereichen. Mhm. Und da haben wir einen Katalog, bestand aus 70, glaube ich, Einzelanforderungen. Ja, die wir gemeinsam mit den Kollegen definiert haben, die unter anderem auch Workflows berücksichtigen. Ja, also nur als Beispiel mal so diese Nutzungsbedingungen, Nutzungsrechte, ein Riesenthema, datenschutztechnisch kennt man lizenzrechtlich, also das heißt, weil man zum Beispiel Gesichter, also eine ganze Person hat und die stellt ja diese Bilder, diese Person nur bedingt zur Verfügung, dann hat man Nutzungsrecht für einen bestimmten Zeitpunkt. Ja, und dann muss man das alles managen, indem dann dieses Bild ab einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel nicht mehr abgerufen werden kann. Das sind so, ja, also prozessual von der Einstellung über die Freigabe, die Prüfung, also die inhaltliche qualitative Prüfung, bis hin zur Publizierung und am Ende End of Life, das heißt die Rücknahme von diesem Bild, rund weg von dem Markt, weg von diesen Plattformen. Das sind prozessuale Dinge, die dahinter stecken. Und die haben wir ja genauso berücksichtigt. Also wesentlicher Punkt war nämlich, diesen Katalog aufzusetzen. Und wir haben, glaube ich, fünf Anbietern angefragt, unter anderem Scaleflex. Mhm. Und wir waren, ehrlich gesagt, von den Socken. Eure Lösung dann mal zu sehen, was die alles kann, Respekt. Danke, danke. Um beim Wording zu bleiben, ja. Ja, genau, genau. Wie viele Produkte und SKUs und Bilder oder Medien pro SKU habt ihr denn? Okay, ich weiß nicht, SKU ist für jeden Begriff. Gut, das heißt, wir haben, ich glaube, viele Größen, ne? Ja, also ich Größe mal Farbe, mal Modell und dann, ich glaube, aktuell um die 18.000. Okay, wenn man alle Kombinationen nimmt. Und was vielleicht interessant ist, ist, dass man nicht unbedingt für jede Größe ein anderes Bild braucht. Natürlich. Das muss man ja auch irgendwie verwalten, kategorisieren, um sicherzustellen, dass wir für bestimmte Größen auch dasselbe Bild haben, auch für verlinkte Produkte dasselbe Bild oder dieselben Bilder benutzen. Und das erfordert tatsächlich ein Darmsystem jetzt, egal ob es jetzt unseres ist oder ein anderes. Ein Use Case, was du jetzt angesprochen hast mit diesen rechtlichen Copyright-Geschichten. Mhm. Habt ihr Themen, wir sehen hier ein Bild von einem Modell, wo das Gesicht abgeschnitten ist. Mhm. Habt ihr Szenarien, wo ihr zum Beispiel ein bestimmtes Modell, also wirklich gesichttechnisch, nur für eine bestimmte Zeit nutzen dürft? Ja. Genau. Und das heißt, nach Ablauf, sagen wir mal, dieser Zeit soll dieses Asset entweder archiviert oder nicht mehr publiziert, also unpublished werden, wenn wir auf nicht Deutsch reden. Meinst du, es würde Sinn machen, wenn das System automatisch hier das Gesicht abschneiden würde und nur den Teil vom Gesicht nach unten zeigen würde? Oder muss wirklich das ganze Modell rausgenommen werden? Creative Direktoren rasten gerade voll aus. Das ist ein Thema, das habe ich schon mehrmals gehört, ja. Ja, also... rein rechtlich gesehen. Rein rechtlich, ich bin kein Anwalt, von daher kann ich echt schwer beurteilen. Ich glaube, man muss das Bild als Ganzes sehen. Nur ganz ehrlich, wenn ich das Gesicht nicht sehe, dann kann das auch jeder dahinter stecken, hinter diesem Bild. Ja.
Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht wirklich beantworten. Ist nur so eine Idee, die jetzt gekommen ist, weil ich sehe hier, dass das Bild ein bisschen geschnitten ist und vielleicht ist es ja eine interessante Funktionalität, dann, die man bauen kann. Form und so weiter. Die Model Releases enthalten in der Regel die komplette Körperform. Ja. Komplett, okay. Genau. Gut zu wissen. Super. So, wir haben jetzt hier ein paar Anforderungen, ein paar Pain Points angesprochen. Ich denke, es ist interessant, hier nochmal einen Kontext rund um das Thema zu bringen und wirklich das Darmsystem kurz einzuführen, also nicht unbedingt unsere, sondern im Allgemeinen. Das Ziel eines Darmsystems ist hier wirklich von der Erstellung des Assets, und ein Asset ist nicht nur ein Bild, sondern auch ein Video, ein Audiostück, ein Dokument, ein PDF, eine Anweisung, eine Anleitung, technisches Dokument, aber auch natürlich Adobe-Dateien. Wir sind ja hier auf einer Print-Veranstaltung, da ist natürlich InDesign und Illustrator ein kleines Thema. 360-Grad-Views von Produkten ist, denke ich, auch etwas, was als Asset gekennzeichnet werden kann. Das heißt, wir haben hier links wirklich den Prozess, der diese Assets erstellt. Wir haben hier rechts die verschiedensten Plattformen, die Kanäle, wir reden ja von omnikanalen Distribution, wo man halt diese Assets verteilen möchte, idealerweise in einer optimierten und schnellen Weise über auf Webseiten, auf dem E-Commerce, auf dem CMS, auf irgendwelche Landingpages, die man zum Beispiel baut für Werbekampagnen, wo man eine neue Kollektion jetzt im Bereich des E-Commerce pushen will. Da hat man natürlich maßgeschneiderte Landingpages über ein CMS. Wir wollen wahrscheinlich, oder Kunden wollen natürlich auch über Social Media posten, Instagram, Twitter, da sind natürlich Medien, ein Post ohne Bild oder Video oder GIF oder was auch immer, ist mehr oder weniger nutzlos. E-Commerce haben wir schon erwähnt, Marketingmaterialien, Printing, also das sind wirklich die Kanäle, über die man verteilt und published. Und in der Mitte haben wir hier ein paar Sachen, die passieren müssen, bevor wir von der Creation wirklich zur Publizierung gehen können. Und das sind halt hier die wirklich das, was im Herzen eines Darmsystems liegt, alles zu optimieren. Und das geht dann über verschiedene Approval-Prozesse, über Metadaten, über Tagging, auch mit KI idealerweise, um das ein bisschen zu vereinfachen. Es gibt ein paar interessante Sachen, die man mit künstlicher Intelligenz mittlerweile machen kann, um zum Beispiel Content zu moderieren oder automatisch zu taggen. Oder wir haben hier vor kurzem für Konrad, kennt ihr wahrscheinlich, den Elektroshop, einen Algorithmus entwickelt, um Produktbilder von Anwendungsbilder zu erkennen. Automatisch ist hier diese Glühbirne wirklich ein Bild von Produkt oder ist es ein Anwendungsbild, wo im Techniker oder wer auch immer die Glühbirne installiert. Ja? Und das kann man, solche Themen kann man mit KI lösen. Wie gesagt, KI ist nicht intelligent, das ist falsch, das ist keine Intelligenz, sie ist künstlich, aber man kann sie eher so als Assistenz, eine künstliche Assistenz sehen. Da gibt es Sachen, die man machen kann natürlich, im Bereich Automatisierung hier unten links. Verschiedenste Workflows, wie David schon erwähnt hat, vom Hochladen zur Kategorisierung, zur Synchronisierung in Drittanbietersystemen. Und das werden wir uns auch gleich ansehen, in welchen Systemen werden denn diese Bilder dann gepusht. Verschiedene Transformationen haben wir schon erwähnt. Ich habe ein Bild, ich will Hintergrund entfernen. Übrigens, das funktioniert auch über KI, die Hintergrundentfernung, um das Hintergrund mit einer anderen Farbe zu ersetzen. Zum Beispiel weiß, grau, blau, was auch immer die Zielplattform erfordert. Und in der Mitte haben wir wirklich die Operationen, die Transformationen, die man auf diese Assets machen kann in so einem DAM-System mit der Konvertierung von einer großen TIFF-Datei, 300 Megabyte, zum kleinen WebP oder AVIF, was man dann verteilen kann, schnellstmöglichst auf das E-Commerce zum Beispiel. Die Komprimierung gehört natürlich auch dazu. Das Transcoding, man redet von Transcoding im Bereich von Videos. Man hat ein großes Video, ein Hero-Video oder ein Produktvideo, was man dann konvertiert in moderne Webformate wie WebM oder über Adaptive Streaming mit Protokolle wie HLS oder Dash, um dieselbe Experience wie auf YouTube zu bekommen. Ihr wisst alle, dass auf YouTube die Qualität sich anpasst zu der Verbindung und der Bandbreite, die man auf seinem Gerät hat. Sowas kann man auch erreichen mit Videos, die nicht auf YouTube gehostet werden. Und natürlich Beschleunigung ist das Letzte hier, ist extrem wichtig. Wenn die Assets langsam sind, gehen die Leute und die Kunden weg. Das ist so unserer Meinung nach, was ein DAM-System alles anbieten soll. Und das, wir kommen damit eigentlich zu meiner nächsten Frage, ist, okay, ihr habt jetzt hier ein DAM-System ausgerollt. Womit habt ihr das alles integriert?
Ja, also zunächst einmal, was ich auch eingangs gesagt habe, ganz wichtig, wir haben eine Evaluation von unseren Systemen, also von unserer IT-Landschaft betrieben, um zu sehen, ja, wir brauchen ja ein System, wo wir adaptieren können in die neue, ja, teilweise in die neue Landschaft und in die bestehende. Unter anderem natürlich, du hast ein ERP-System, ja. So, wir bei der Firma Kunert verwenden Dynamics BC, also Business Central, im Prinzip von Microsoft. Und das ist die erste Integration, also im klassischen Sinne reden wir über eine Schnittstellenanbindung, wo wir SKU-basiert eben die Bilder nach Typen, weil das kann ja ein Dokument sein. Das Asset kann ja ein Dokument sein, es kann auch ein Video sein, es kann auch ein Bild sein. Also uns ist es egal, das sind für uns Asset-Typen und je SKU holen wir den CDN-Link zu diesem SKU oder zu dieser SKU-Nummer eigentlich und dann fügen wir in unserem System ein und dann haben wir von dort aus die Anbindung in alle möglichen Plattformen über den sogenannten Data Hub. Also ich kann jede Plattform, ja, wenn ein Kunde zu mir kommt, egal wie der heißt, und dann sagt er, ey, ich brauche mal deine Daten inklusive Bilder, dann lege ich ein Profil, ein Data Hub Profil an und sage, das sind Metadaten im Übrigen. Diese Metadaten suchen wir für ihn zusammen und dann CDN-Links, die er braucht, zum Beispiel von einem Cover, von einem speziellen Anwendungsfall oder von einem Video und dann schiebe ich die Daten rüber. Weil das sind auch Printdaten teilweise, also die man nachher, weil um Plakate zu drucken oder so, ja, die müssen bestimmte Formate, bestimmte Pixels darstellen können und all das können wir zentral hier rausschieben. Also das ist eine der wesentlichen Verbesserung gegenüber dem, was wir bis dahin hatten. Und vor allem, wenn sich das Asset ändern, also wenn nur jemand aus dem Marketing sagt, so, also wir machen jetzt nicht mehr Bild A, sondern Bild B dahinter, CDN-Link bleibt gleich, mein System bleibt unverändert und auch der Kunde, also der Abnehmer, es kann ja auch genauso ein Lieferant sein, ja, muss ja nicht immer nur der Kunde sein, kann auch der Lieferant sein. Für ihn ändert sich deswegen trotzdem noch gar nichts. Und er kommt immer auf die aktuellsten Informationen. Und das ist wirklich, wie Dieter Bohlen sagt, mega. Gut, dass er hier ist. Ihr benutzt auch euer ERP-System als PIM. Wir haben jetzt zwei Konferenzen gleichzeitig über PIM. Das ist auch euer System, wo ihr diese Links dann rein synchronisiert und dann... Hat ein Lifecycle-Management, ist integriert und deswegen haben wir ja diese Vorteile. Gut, du hast etwas von Metadaten erwähnt. Wie wichtig sind Metadaten für euch und wie nutzt ihr Metadaten im DAM-System? Also das ist im Prinzip ein Herzstück. Ja. Wenn ich jetzt Bilder, Assets dann auf egal was für eine Plattform ich habe, mein Google würde ja auch nicht funktionieren, wenn man diese Keywords da nicht hätte. Mhm. Ja, und so ist es auch in dem Bereich der Metadaten jetzt auf dieser Plattform. Die laden wir natürlich zu den Assets hoch und nachher hat ja auch der Benutzer, der Anwender von uns, dieser Abnehmer, hat ja Zugang zu diesen Daten. In diesem Sinne, er kann ja sagen, ich will sämtliche Socken, die rot als Farbe beinhalten oder die alle nur Größe X oder von mir aus, wenn wir jetzt dann über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, ja, gewisse Ökotext, Ökotext-Label hätten, ja, all diese Dinge, die sind ja suchbar. Der Kunde kann nach all diesen Metadaten eben filtern und die Produkte inklusive Bilder letzten Endes sich aussuchen und weiterverwenden. Das finde ich besonders spannend, weil vor ein paar Jahren, wenn man gesagt hätte, hey, du kannst Bilder nach Größe des Produktes oder nach Ökolabel oder nach Nutzungsbedingungsrechte suchen, hätte man gesagt, es gibt kein System, das das kann. Aber heute mit dem DAM-System kann man sowas machen. Hätte man auch die Daten nicht gehabt damals, weil es damals keine Öko-Labels gab wahrscheinlich. Das ist eigentlich seit gibt's schon länger. 20 Jahren. Okay, da können wir uns gerne darüber unterhalten. Aber das
uns nachher mal reden. Ja, sehr gerne. Gut, wie ist denn die Migration dann passiert? Erzähl uns mal ein bisschen, wie habt ihr denn den Datenbestand rüber migriert, inklusive Metadaten? Ja, das muss ich sagen, das war im Prinzip die vom Aufwand her ja der größere Aufwand. Hm. Ja, oder der größte sogar. Ja, doch, ja. Das größte Aufwand muss es gewesen sein. Und zwar die Daten so aufzubereiten natürlich, dass du auf der anderen Seite die Assets ja hast, die musst du ja hochladen, dann anreichern oder beziehungsweise verknüpfen zumindest mit ein paar Metadaten, ja, damit, also Unique Identifier, ja, also ein eindeutiges Kriterium, um dieses Asset nachher zu identifizieren und das hochzuladen, mhm, um dann in einem Folgeschritt natürlich weitere Metadaten aus meinem ERP-System anzureichern. Also, wenn ich in Unique Identifier die SKU-Nummer hätte, ja, nehmen wir mal diesen Fall an, du lädst ja dieses Asset mit diesem SKU-Wert hoch und dann schaust du in deinem ERP-System, mhm, in deinem PIM im Prinzip, ja, schaust du nach, okay, was hast du da noch für Informationen, die einen und denselben Identifier hätten und dann schiebst du die übrigen Daten hoch. Mhm. Natürlich haben wir die Möglichkeit ja erst haben müssen in Scaleflex, dass wir diese Metadatenfelder entsprechend anzulegen, damit wir die richtig befüllen können. Mhm. Und das war tatsächlich also heavy, ne? So, du hast halt dann Bilder in unterschiedlichsten Formate teilweise, ja. CMYK war so ein Thema, ja. RGB war so ein Thema, ja. Bestimmte Größen, also Bildergrößen, mhm, oder Videos. Ja, das war nicht einfach. Aber machbar ist alles. Machbar ist alles und vor allem, wir haben es geschafft, das zu automatisieren am Ende des Tages, nach ein paar Versuche, um hunderte von Bildern samt Metadaten gleichzeitig hoch zu laden. Nachdem eigentlich der erste Schritt wirklich war, welche Metadaten sollen wir denn behalten? Und da ist eigentlich die Antwort immer, woran willst du denn suchen? Ja, und das sind eigentlich ja, die Metadaten, die wir dann rübergenommen haben. Natürlich. Noch eine Frage oder zwei eigentlich. Sehr gerne, ja. Wie lange hat denn die gesamte Migration gedauert, zeitlich jetzt? Das würde mich echt interessieren. Also die Migration oder das ganze Projekt? Das ganze Projekt auch gerne, ja. Okay, also die... Einer dann quasi zur aktuellen Lösung. Also eine Migration tatsächlich ging relativ schnell. Das waren 3 Wochen, aber wir haben noch ungefähr 9 Wochen daran rumgedoktert, dass wir das dann wirklich ausrollen konnten. Ja. Also insgesamt 12 Wochen in etwa, damit wir wirklich jetzt Daten sauber inklusive Metadaten hochladen konnten. Okay, und Sie sagten, Sie haben einen Gesamtdatenbestand von 18.000 Assets, richtig? Ja. 18.000 SKUs. SKUs, das sind also in Bilder müssten so um die 12, vielleicht ein bisschen weniger. Zwischen 5 und 15 pro SKU. Pro SKU, ja, so ungefähr ist es. Also so um die... Ja. Um die 10.000 bis maximal 12.000 Assets. Okay. Und war die Anzahl der Assets ein ausschlaggebendes Kriterium für die Länge der Migration? Oder hätte man das auch einfach skalieren können? Sagen wir auf 4 Millionen Assets. Na natürlich, das spielt schon eine Rolle, weil Sie müssen erstmal Ihre Assets, also das ist zwar prozessual und technisch, also prozessual ja, aber technisch ist es kein Kriterium. Wichtig ist aber, wir müssen erst einmal unsere Daten, also unsere Bilddaten, die wir zur Verfügung haben, so aufzubereiten, damit wir das erstmal hochladen und das dauert. Also das ist ein internes prozessuales Problem, mehr als dass das ein technisches war. Hm. Und die Idee ist jetzt, wo wir das einmal gemacht haben für eine Kollektion, ist es natürlich in ein paar Stunden für die nächsten Kollektionen zu machen. Genau. Und unser Ziel, wir heißen ja Scaleflex, weil wir wollen helfen, unsere Kunden zu skalieren in einer flexiblen Art und Weise, ist natürlich größere Datenmengen auch in kürzeren Zeiten hochzuladen, wenn das alles aufbereitet ist. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Migration abgeschlossen von Adobe bei Leclerc in Frankreich, ist der größte Retailer mit 70 Milliarden Umsatz. Die haben 25 Millionen Assets in 2 Wochen rüber migriert, also hochgeladen über die API.
Ja? Das heißt, es ist wirklich, die Anzahl ist nicht ausschlaggebend, es ist wirklich die Datenvorbereitung, die man einmal eigentlich macht, idealerweise. Um 30, glaube ich, 20, nee, mehr? Viel mehr. Mehr habt ihr mehr, ja? Nee, viel mehr. Wir also die ihr rüberzieht an die Bilder im PIM, habt ihr logischerweise ganz viele. Aber wie viele genau. Zieht ihr denn an die Bilder? Also ich schätze mal eher bei um die 50 herum. Aber die werden nicht alle initial mit hochgeladen. Wie gesagt, die werden angereichert. Ja. Genau. Die werden angereichert, also hochgeladen, geparkt mehr oder weniger, angereichert und erst dann publiziert. Ja. Und die Zeit wird uns sagen, ob wir wirklich alle brauchen oder uns wir ein paar sparen können. Aber besser mit mehr anzufangen als nicht genügen. Genau. So, letzte Frage, David. Wir sind ja hier auf eine Print-Veranstaltung. Da redet man natürlich von Druckerei und physischen Delivery von Assets. Was macht ihr im Bereich Print mit den Packaging-Bildern im DAM? Wie stellt ihr euch das vor? Was für Use Cases gibt es da? Also in der Tat ist das ja so, wir möchten unseren Kunden die größtmögliche Flexibilität an der Stelle bieten, wie sie dann mal also gewisse Flächen ja, mit Bilder bestücken. Mhm. Also das heißt, unsere Kunden haben mehr oder weniger die freie Auswahl, gewisse Bilder herunterzuladen, zu drucken auf Medien, sei es Plakat, sei es dann eine Tafel oder ich kenne mich da nicht so super aus, aber wie heißen die denn diese? Na, oder die Pakete? Diese, 18 Einzel. Die Pakete, auch die Packaging-Bilder. Ja, genau, auf die Pakete, genau. Und ja, jeder kann das tun für die Produkte, wo er meint, er will das promoten in einer bestimmten Form und er will das in einer bestimmten Form selber platzieren. Und deswegen war ja uns auch wichtig, die Möglichkeit zu haben, die Bilder zum Beispiel, wenn wir in CMYK die hochladen, auch im Originalformat herunterzuladen. Ja. Ja? Also volle Größe, volle Auflösung, damit die dann selbst dann im Prinzip diesen Druck steuern können. Gut, das heißt, ich bin jetzt Galeria, ich will eine Kampagne machen, um hier die neueste Kunert-Kollektion zu pushen und Umsatz zu generieren. Ich habe die Möglichkeit, mich anzumelden im DAM-System, suchen, was ich brauche von dieser Kollektion, genau. Im bestimmten Format herunterzuladen und dann zu meinem Printshop zum Beispiel zu schicken. Wunderbar, und da ist zum Beispiel Remove Background, das ist eine super Hilfe. Auch interessant. Gut, super, vielen Dank, David. Ja, gerne. Ein paar Worte natürlich zu uns und wer wir sind und was wir machen und dann haben wir ein paar Minuten für Fragen. Wir heißen Scaleflex, wir sind ein französisches Unternehmen, sind aber schon seit einem Jahr in Deutschland auch präsent. Ich selber sitze in München. Wir arbeiten seit 5 Jahren, also wir sind seit 5 Jahren unterwegs, mehr als 85 Mitarbeiter, bedienen mehr als 600 Kunden in 50 Ländern weltweit und verwalten mehr als 150 Millionen Assets und liefern mehr als 1,5 Petabyte CDN-Traffic, also wirklich die Auslieferung von optimierten Medien jeden Monat weltweit aus. Wir sind Mitglieder der MAC Alliance. Ist das euch ein Begriff, die MAC Alliance? Nein, steht für Microservices, API, Cloud und Headless. Das ist wirklich eine Allianz von Software-Vendoren, Herstellern und Partner, Implementierungspartner, die wirklich in dieser Best-of-Breed-Composable-Architecture gehen, wo man das beste CMS mit dem besten PIM, mit dem besten DAM zusammen integriert, anstatt ein monolithisches System einzukaufen, wo man natürlich extrem hohe Lizenzkosten hat und vor allem auch Implementierungsaufwand hat. Ich werde jetzt keine Namen hier natürlich nennen. Wir sind von Gartner als einer der Top 12 DAM-Vendoren weltweit und gekennzeichnet worden letztes Jahr und arbeiten auch mit Aktivo. Sie sind hier Sponsoren von diesem Event auch und machen so ein Digital Asset Management Landscape, wo wir auch als Strong Performer letztes Jahr erkannt worden sind. Hauptsächlich E-Commerce, Publishing, News und Media werdet ihr, ich zeige euch gleich ein paar deutsche Referenzen auch, die ihr sicherlich kennt, und Real Estates, also wirklich Immobilien, wo es auch viele Bilder und Videos gibt, sind unsere drei Hauptsegmente. Und ich zeige euch gleich auch ein kleines Video. Wir haben zwei Lösungen, die wir herstellen. Wir haben mit Cloud Image angefangen vor 5 Jahren. Cloud Image wirklich ein Bilder-CDN, um Bilder on the fly zu komprimieren, verschiedenste Größen zu erstellen, also aus einem Master verschiedene Größen zu erstellen.
und über CDN zu beschleunigen. Unser erster großer deutscher Kunde war Heise, heise.de. Alle Bilder werden von uns dort verwaltet. Und der Mehrwert ist sehr einfach, blitzschnelle und schöne Bilder, damit eine Seite schneller lädt, ist gut für SEO. Google schaut sich die Ladezeiten einer Webseite an, über die Core Web Vitals ist euch vielleicht ein Begriff im digitalen Marketing. Wenn die Seite langsam ist, besonders auf Mobil, hat man schlechte Core Web Vitals und da wird man auch schlecht referenziert, SEO-technisch. Damit haben wir angefangen, sind groß geworden, obwohl wir noch klein sind und dynamisch, und mit der Zeit haben uns unsere Kunden gefragt, hey, können wir bei euch hochladen auch? Könnt ihr bei euch hosten, diese ganzen Assets? Und anstatt nur ein Storage oder ein Hosting anzubieten, haben wir uns mit dem Digital Asset Management Markt bekannt gemacht und 2020 unsere DAM-Lösung FileRobot auf den Markt gebracht. FileRobot ist wirklich ursprünglich ein Headless-DAM, also Headless wirklich über API zu nutzen, mit einer Upload-API, mit einer Transformation-API, mit der Auslieferungs-API. Ziemlich schnell haben wir gesehen, dass es sehr schwer ist, APIs an Marketingleuten zu verkaufen und E-Commerce-Leuten, weil diese RFPs, also die Ausschreibungen für DAM sind hauptsächlich von Content Marketing und E-Commerce-Teams getrieben oder die Leute, die sich mit dem PIM beschäftigen. Und da ist natürlich eine API schnell zu schwer zu verkaufen. Und wir haben jetzt über die letzten zwei Jahre wirklich uns fokussiert, eine schöne UX auch zu bauen, um auch einen kollaborativen DAM mit Workflows und verschiedensten grafischen Möglichkeiten anzubieten. Und der Mehrwert natürlich des DAM-Systems ist hier eine verbesserte Zusammenarbeit, eine verbesserte Integrierung mit dem Stack, damit man diese Workflows für Omnikanal-Publizierung vereinfachen kann und optimieren kann, was natürlich am Ende des Tages auch Geld spart. So, ein paar Referenzen. Ja, drei Minuten. Gut, das ist die letzte Folie. Genau, die letzte Folie. Mit wem arbeiten wir in Deutschland? Heise ist unser historischer Kunde. Wir arbeiten aber, unser größter Kunde ist TUM. Alle Assets von TUM werden auch von uns verwaltet mit fast 100 Terabyte an CDN-Traffic. Das ist sehr, sehr viel Traffic. TUM hat während des Covids natürlich absolut explodiert, mal 10 im E-Commerce-Bereich, weil jeder natürlich angefangen hat, irgendwas in seinem Garten zu bauen, als wir in Lockdown waren. Aviv Group, das ist Immowelt in Deutschland. Ludwig Beck kennt ihr vielleicht auch, Liquimoli beim Formel-1-Rennen, Öl, Kunert, haben wir reichlich darüber geredet. Und Wort- und Bildverlag, Apothekenumschau, die große Seite, 40 Millionen oder 30 Millionen Unique-Visitoren pro Monat, wird auch von uns verwaltet. Und Hugendubel im Publishing-Bereich, denke ich, auch gut bekannt. Genau, wenn es Fragen gibt, haben wir 1,5 Minuten für Fragen, vielleicht eine oder zwei Fragen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, wir haben zwar keinen Stand, wir sind aber hier mit David heute und morgen. Kommt zu uns, wir können gerne austauschen, ein paar Use Cases im Bereich Bilder, Modelle besprechen. Und ja, würde mich freuen, von euch wieder zu hören. Danke.